waren heute in der Region Wendland unterwegs und haben völkische Siedler, Neonazis und Akteure dieser rechtsextremen Szene besucht. Wir sind mit einem Bus durch die Lande gefahren und haben dann an verschiedenen Stellen Kundgebungen gemacht und haben die Nachbarschaft und das Dorf informiert. Wir sind in den Dialog gegangen, wir haben Flugblätter verteilt, wir haben informiert. Die Auseinandersetzungen, die hier geführt werden müssen, die müssen halt vor Ort geführt werden, da wo die Neonazis und Akteure wohnen. Und daher ist es wichtig, auch konkret dorthin zu fahren. Zwischendurch gab es Kaffee und Kuchen und es war ein sehr schöner, ausgewogener Tag. Die Sippe Maya Sanders aus Hohendorf bei Wienbüttel ist zentral in der regionalen Szene der völkischen Siedler und an ihr kann Mensch besonders deutlich erkennen, wie die faschistische Weltanschauung von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Sippe Maya Sande gilt in der völkischen Szene als vorbildlich und auf sie geht die jahrelange Organisierung der völkischen Sippenverbände im Landkreis Uelzen zurück. Die Familiengeschichte ist eine Geschichte der Kontinuität des Nationalsozialismus. Der vor einigen Jahren verstorbene Hans-Herbert Mayer war seit 1930 Mitglied der NSDAP und SA. Zeitlebens war er stolz darauf, nach der Machtergreifung der Nazis die erste Hakenkreuzfahne am Kirchturm in Uelzen gehisst zu haben. Im NS-Staat war er als Gauschulungsleiter für die Ausbildung in den Parteigliederungen zuständig. Nach der militärischen Niederschlagung Nazi-Deutschlands trat Hans-Herbert Mayer der sozialistischen Reichspartei SRP bei. Die SRP war der Versuch von Altnazis, die NSDAP weiterzuführen und wurde 1952 verboten. Bundesweite Bekanntheit erlangte er, als er im August 1987 eine ganzseitige Todesanzeige für Rudolf Hess initiierte. Seine nationalsozialistische Ideologie gab er an seine Kinder und Enkel weiter. Seine Söhne Götz, Dietrich und Helmut. Beide waren in den 70er Jahren im neonazistischen Bund Heimattreuer Jugend, BHJ, aktiv und gehörten den deutschen Bürgerinitiativen des späteren Rechtsterroristen Manfred Röder an. So waren sie am 21. Mai 1977 an der versuchten Besetzung der Befreiungshalle in Kelheim bei Regensburg beteiligt. Beide pflegten auch freundschaftliche Beziehungen zu Heinz Lemke, bei dem im Oktober 1981 das größte jemals bei Neonazis in der BRD gefundenen Sprengstoff- und Waffendepot gefunden wurde. Lemke stand unter anderem in Verdacht, am Oktoberfestanschlag verwickelt gewesen zu sein. Auf einem Buch, welches in einem der Depots gefunden wurde, befand sich auch ein Fingerabdruck von Helmut Mayer. Helmut Mayer, damals noch ohne Sande, vermittelte im März 1980 einen Kontakt von Raimund Hörnle von den deutschen Aktionsgruppen zu Heinz Lemke. Kurze Zeit danach verübte diese Gruppe um Manfred Röder den Brandanschlag am 22. August 1980 auf eine Geflüchtetenunterkunft in der Hamburger Halskäsestraße, bei dem zwei junge Vietnamesen ums Leben kamen. Die Sippe Maya Sande gehört den Artamanen an, einem völkischen Siedlungsbund, der als Keimzelle des Faschismus auf dem Land angesehen werden kann. 2008 fand im Rahmen einer bundesweiten Razzia gegen die heimattreue deutsche Jugend auch eine Durchsuchung in Hohnsdorf statt, bei der bei Helmut Maya Sande eine Schusswaffe gefunden wurde, für die er keine Besitzerlaubnis hatte. In den letzten Jahren besuchte Helmut Maya Sande verschiedene Nazi-Aufmärsche und Veranstaltungen der AfD. Sein Bruder Götz Dietrich lebte seine letzten Jahre mit Reinhold Hanke in Narrendorf-Ollendorf zusammen, die Oberhaupt der Sippe Hanke ist. Die braune Tradition gab Helmut Maya Sande an seine Kinder weiter. Die Töchter und der Sohn nahmen an verschiedenen Nazi-Aufmärschen teil und haben ebenfalls Familien gegründet, die in der regionalen völkischen Szene verwoben sind. Irmhild und Hildburg Maya Sande waren in ihrer Jugend in der HDJ und später in der rassistischen identitären Bewegung aktiv. Hildburg arbeitete dann einige Zeit
für die erste Landtagsfraktion der AfD in Hannover. Heute ist sie mit dem AfD-Landtagsabgeordneten Per Lilienthal verheiratet. Und sie bauen sich aktuell einen kleinen Hof in Sudaburg-Bansen aus. Irmelt ist mit dem ehemaligen Aktivisten der IB Richard Käsbauer liiert. Der Sohn Manfred leitet heute den Garten- und Landschaftsbaubetrieb der Familie. Alle zusammen gegen den Faschismus! Der Dialog mit den Neonazis hat in dem Sinne nicht stattgefunden natürlich. Das würden wir prinzipiell auch nicht wollen. Wir sind natürlich von den Neonazis, von den völkischen Siedlern gefilmt worden und wir wurden natürlich wahrgenommen. Aber uns ging es ja vor allen Dingen darum zu zeigen, dass sie da kein ruhiges Hinterland haben und wir sind entsprechend mit den Nachbarn, mit der Dorfgemeinschaft, mit den Menschen, die nun mal das Pech haben mit diesen Leuten, in einer Dorfgemeinschaft leben zu müssen. Mit diesen Menschen sind wir in Dialog gegangen, wir haben mit denen gesprochen, wir haben gemeinsam besprochen, welche Optionen gibt es für die Dorfgemeinschaft mit einem Zuzug von solchen völkischen Siedlern im Dorf und in der Gemeinschaft umzugehen und haben da versucht, Hilfestellungen zu geben und Ideen zu setzen, wie dem begegnet werden kann.